Hallo, schön, dass du wieder einschaltet zu meinem Video. Ich möchte heute mal was Besonderes ausprobieren. Ich möchte mal hier bei so einem alten Volvo, der vom Lack richtig schlecht ist, Dellen hat und so weiter, ihn versuchen aufzupäppeln. Und zwar diesen Lack gleich mal erstmal unter Druckstrahler waschen und dann direkt mal zu polieren. Schauen wir mal, was wir noch rausholen können. Schau dir erstmal den Lack jetzt gerade so an, wie der aussieht. Was der hier auch das Dach gerne mal. Ich bin gespannt, wie es später aussehen wird. Hier vorne, guck mal, wie viele. Der hat hier richtige Klarlackprobleme. Irgendwas mit Steinschlag oder Sand oder keine Ahnung, was hier passiert ist. Ja, schauen wir mal. Gucken wir mal, was daraus wird. Ja, bitte. Ich putze mit Aceton. Showcar Finish, das müssen wir auftragen. Also wir wollen heute mal von Mencerna die drei Stufen, Politurstufen mal ausprobieren. Fangen wir mal mit diesem Heavy Cut an oder machen wir direkt mit dem Medium? Eins, zwei und dann drei. Hier steht Showcar Finish. Wahrscheinlich kriegen wir dann ein richtiges Showcar draus, ne? Das wäre cool. Okay. Das ist das Ziel. Schoker. Du kannst sagen, du hast sie selbst gekauft, die Scheiße. Genau, hab die Scheiße selbst gekauft. Und ja, da ist es halt. Nix gesponsert. Oh, das ist richtig. Das frisst sich richtig schön rein. Hier hört man sogar. Mal richtig jetzt Showcar-Finish haben, ne? Muss mal richtig jetzt Zeug kriegen. Schon richtig gut geworden nach dem ersten Durchlauf. Guck mal hier, spiegelt man sich ja jetzt schon drin. So, jetzt gehe ich mal aufs Dach, das ist ziemlich viel. Oh, wie das aussieht. Guck mal, hör mal. Oh. Oh. Ordentlicher Lack hier. Das ist richtig Bastler-Garage-Style hier. Und let's go. Glatter, schöner Lack. Wow, das ist echt cool. So einen schönen Lack hatte der Wagen, glaube ich, noch nie. Das ist unfassbar, was man da rausholen kann aus dem Lack. Dann wie ist dein Fazit?
mega cooles Zeug. Holt alle möglichen Kratzer, einen Kratzer raus. Kann ich jedem nur empfehlen, der sein Auto mal Vordermann bringen möchte. Wir polieren das jetzt hier auf Bastler Garage Style. Ich weiß, man muss es eigentlich anders machen, aber ich mache das jetzt so. Das Resultat ist trotzdem super. Ja, ist eine einfache Methode. Ne? Ja. Ja, mega geil. Guck mal, was das für ein Resultat ist. Hier die Seite ist schon poliert. Guck mal, das ist wie bei diesen Teleshop-Seiten. Einfach Stift auftragen und der Kratzer ist weg. Ja, das habe ich. Ich habe das schon mit ganz vielen Farben versucht und nie hat das funktioniert. Seitdem ich den Edding habe, Edding 9000, nee, Edding 850, seitdem ist der Lack meines Fahrzeugs wie neu, jeden Tag aufs Neue. Hier. Mhm. Zack, kein Kratzer und der Wagen ist 5000 Euro mehr wert. Hier, ich muss ein bisschen mehr Edding nehmen. Oh, funktioniert. Perfekt auch für schwarze Felgen. Genau, perfekt auch für schwarze Felgen einsetzbar. So, und die Parkrempe, das sind auch alle weg. Super. Was haben wir hier? Das kriegst du nicht weg. Irgendwelche Kratzer hier, kein Problem. Der Edding 5000 macht alles weg. Guck. Einfach mit der breiten Fläche auftragen. Und den Überschuss weg. Und den Überschuss später wegpolieren. Wegwischen. Das kann doch nicht wahr sein. Da kam ein Kratzer hier zwischen. Mit dem Edding 850. Geht alles weg. Auch tiefe Kratzer. Auch da hat schon jemand mit Edding 57 versucht. Jetzt mit Edding 850 ist das viel besser geworden. Hier hat jemand schon mal mit Lack versucht. Ich war's. Hat nicht funktioniert. Aber der Edding 850 macht auch dieses Problem weg. Perfekt für die Türkante, guck mal. Da sowieso. Ja, die Türkante ist hier neu. Als wäre nie was gewesen. Mhm. Das ist hier neu. Der Edding macht aus eurem gebrauchten Neuwagen. Das ist auf jeden Fall top Edding. Guck mal, wie cool das Set macht alles. Oh. Hier unten auch noch. Oh, sogar auf Plastik. Guck mal. Auf Plastik noch besser. Boah. Perfekt. Da braucht man gar nicht lackieren, ey. So, jetzt kommen noch die letzten Griffe vom Bastler Tuning. Wir machen die Schürzen noch schön farbig. So machen wir neue Stoßfänger, Stoßbumper. Voll cool. Die Dinger, das geht nicht, die sind aus Plastik, also aus so einem Hartplastik.
aber der Liebinger vielleicht. Ist die gleiche Stadt? Ja, guck mal. Wie neu, oder? Cool. Danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Hier siehst du nun das Endresultat von unserem Bastler Garage Detailing. Wir haben alles aufpoliert, die Stellen, die zugemacht werden mussten, haben wir mit Edding bearbeitet. Hier habe ich natürlich ein bisschen beilackiert noch. So wie auch da hinten, wo richtig Metall drin war, da haben wir schon mit dem Lack schwarz glänzend beilackiert. Ja, ich finde, das Resultat lässt sich, wie nennt man das? Ja, ich kann sich sehen lassen. Klar, gegen den Klarlack können wir nichts für. Der ist nun mal eben abgeplatzt, aber der Lack an sich ist sehr, sehr glatt geworden. Der ist, hat echt noch Farbe bekommen. Jetzt noch die Fenster reinigen. Da sind wir komplett durch. Aber hier die Stoßstangen, die sind toll geworden. Und das Zeichen in schwarz glänzend, das ist der Hammer. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Danke. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.